Das Oberlandesgericht im Jenaer Justizzentrum überprüft tausende Entscheidungen der vier Landgerichte in Berufungsverfahren pro Jahr. Trotzdem hat es das Team um Präsident Stefan Kaufmann auch im letzten Jahr wieder geschafft, beinahe alle Eingänge auch zu bearbeiten. Das ist im Prinzip nichts Ungewöhnliches, vor allen Dingen, wenn Sie berücksichtigen, dass ja in Thüringen leider Gottes die Bevölkerung immer kleiner wird. Wir verlieren jedes Jahr knapp 20.000 Einwohner. Selbstverständlich hat das die Konsequenz, dass auch die Eingangszahlen bei den Gerichten geringer werden. Das bringt aber auch Probleme mit sich. So dürfen aufgrund der Eingangsrückgänge keine neuen Richter eingestellt werden. Die Altersstruktur der momentanen Belegschaft gibt Anlass zur Sorge. Nach der Wende wurden massenhaft Richter eingestellt, die jetzt alle um die 50 sind. Und in 10 Jahren werden 400 Richter in Thüringen um die 60 sein und kaum Nachwuchs ist bis dahin nachgerückt. Die meisten Richter haben sich hier sind hier wohnhaft geworden und können sich gar nicht mehr vorstellen, in ihr Altbundesland, von dem sie herkommen, zurückzugehen. Das ist auch gut so. Ich selber bin auch Thüringer geworden. Ich bin jetzt seit 1992 hier und werde nie mehr irgendwo anders hingehen. Aber es gibt doch Einzelfälle, sitzt die Familie noch in dem Altbundesland weit entfernt und der Richter fährt dann am Wochenende nach Hause. Wenn ich diese Einzelfälle, es sind ganz wenig, ich könnte Ihnen jetzt auch nur einen nennen, wenn ich diese Einzelfälle wenigstens dahin erledigen könnte, dass der Kollege sich versetzen lassen kann, weil das Altbundesland ihn aufnehmen würde, dann hätte ich schon wieder eine Möglichkeit, einen neuen Richter einzustellen mit jungen Jahren und hätte einen aus dieser großen Alterskohorte weniger. Das würde mir schon ein kleines Stück weit helfen, aber die Möglichkeit der Versetzung scheitert leider an dem Willen des Altbundeslandes. Das OLG-Richterteam sorgt immer wieder für spektakuläre Urteile. So wurde der offene Kanal Gera der Verleumdung beschuldigt, weil in einer Talkrunde ein Gast als Neonazi bezeichnet wurde. Die Jenaer Richter entschieden, dass die Bezeichnung Nazi kein Schimpfwort ist. Im Herbst 2009 fällte das OLG Jena ein Urteil, dass der FC Carl Zeiss Jena ein Darlehen in Höhe von 2,3 Millionen Euro nicht an die insolvente Sportwelt Beteiligungsgesellschaft zurückzahlen muss, nachdem genügend Ausgleichszahlungen geleistet worden sind. Außerdem wurde im vergangenen Jahr entschieden, dass Blitzerfotos keinen Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung enthalten. Auch in Zukunft werden spannende Urteile zu fällen sein. So wird im November über eine Klage von Anlegern gegen die Commerzbank verhandelt, die ihr Geld in der Lehman Brothers-Pleite verloren haben.